Die Kinder der Königin gehören zu den berühmtesten und berüchtigsten Persönlichkeiten der Welt. Aber der jüngste der königlichen Gruppe hält die Dinge überraschend zurückhaltend. Königin Elizabeth II. War die am längste regierende Monarchin in der britischen Geschichte. Sie regierte seit 1952 als Nachfolgerin ihres Vaters, König George VI. Im folgenden Jahr nach seinem Tod wurde sie offiziell zur Königin gekrönt und blieb 70 Jahre auf dem Thron und konnte wenige Monate vor ihrem Tod am 8. September 2022 ihr Platin-Jubiläum feiern. Bei ihrer Krönung war sie bereits zweifache Mutter. Prinz Charles wurde 1948 geboren und dann wurde Prinzessin Anne 1950 geboren. Sie und Prinz Philip würden insgesamt 4 Kinder zusammen haben. Etwa ein Jahrzehnt nach der Geburt ihrer einzigen Tochter brachte sie 1960 ihren zweiten Sohn, Prinz Andrew, zur Welt. Etwa 4 Jahre später bekam sie ihr 4. und letztes Kind, ihren 3. Sohn, Prinz Edward, der 1964 geboren wurde. König Charles III. Bestieg nach dem Tod seiner Mutter den Thron und es war immer erwartet worden, dass er dies als Prinz von Wales tun würde. Infolgedessen war er immer eines der sichtbarsten Mitglieder der Familie. Aber was ist mit seinen Geschwistern? Prinzessin Anne war ziemlich königlich. Sie trat 1976 bei den Olympischen Spielen in Montreal auf, war zweimal verheiratet und machte aufgrund einer Affäre Lärm. Sie war in letzter Zeit ziemlich ruhig, machte aber von Zeit zu Zeit Schlagzeilen und ist seit dem Tod ihrer Mutter viel sichtbarer. Ihr jüngerer Bruder Andrew hingegen hat in den letzten Jahren aufgrund von Vorwürfen sexueller Übergriffe und seiner Verbindung zu Jeffrey Epstein viel Aufmerksamkeit erregt. Virginia Giuffre, then known as Virginia Roberts, alleges that she was trafficked to have sex with Prince Andrew. Prince Edward, the Earl of Wessex, hat nicht ganz so viele Schlagzeilen gemacht wie seine älteren Geschwister. Er ist das letzte Kind. Es gibt einen großen Altersunterschied zwischen ihm und seinen beiden ältesten Geschwistern. Und er hat nicht wirklich Kontroversen erlebt. Doch warum hört man so selten von ihm? Zunächst einmal ging er nach dem Abschluss seines Studiums in Cambridge im Jahr 1986 zu den Royal Marines. Sein Dienst war jedoch nur von kurzer Dauer, da sein Herz wirklich woanders war. 1987 machte er Schlagzeilen, als er seinen Posten bei der Marine aufgab, um sich stattdessen der darstellenden Kunst zu widmen, berichtete The Guardian. Er landete in der Fernsehproduktion und gründete 1993 sogar seine eigene Produktionsfirma namens Ardent Productions. Er erregte 1999 einige Aufmerksamkeit, als er Sophie Rhys-Jones, die Gräfin von Wessex wurde, in einer kleinen Zeremonie heiratete. Die beiden würden die erste königliche Hochzeit nach dem schockierenden Tod von Prinzessin Diana 2 Jahre zuvor feiern. Per Britannica haben er und seine Frau 2 gemeinsame Kinder, eine Tochter namens Louise und einen Sohn namens James. Seine Liebe zur Kunst zeigte sich deutlich, als es um den königlichen Titel ging, den er und seine Frau haben. Per Woman in Home war Prinz Edward ein großer Fan des Films Shakespeare in Love aus den 90er Jahren. In dem Film spielt der Schauspieler Colin Firth eine Figur namens Lord Wessex und der Prinz war von dem Namen besessen. Obwohl dies nicht der Titel war, den er und seine Frau haben sollten, gewährte ihm die Königin die neue Namensänderung. Ursprünglich sollte er und seine Frau Herzog und Herzogin werden. Er wollte also nicht nur keine königlichen Jobs, er wollte auch keine Titel. Laut The Guardian ging seine Fernsehkarriere 2002 zu Ende, aber er blieb weiterhin aus dem Rampenlicht. 2017 endete sich das alles. Prinz Edward, der seit seinem umstrittenen Militärabgang kaum königliche Pflichten wahrgenommen hatte, beendete diese Phase, als sein Vater Prinz Philip in den Ruhestand ging. Nach einem halben Jahrhundert in Dienst entschloss sich der verstorbene Prinz, sich von den Pflichten zu entbinden. Diese Aufgaben wurden dann an seinen jüngsten Sohn Edward weitergegeben, der die meisten Aufgaben seines Vaters übernahm. Laut BBC ist er derzeit 13. in der Nachfolge. Sein Sohn James ist also 14. direkt hinter ihm und seine Tochter ist als 15. Obwohl er jünger als Prinzessin Anne ist, gehen er und seine beiden Kinder in der Thronfolge voraus, weil er ein männliches Kind ist. Es ist jedoch erwähnenswert, dass die älteren Erberegeln im Jahr 2013 geändert wurden und die Erbefolge für Kinder, die 2011 oder später geboren wurden, nun der Geburtsreihenfolge und nicht dem Geschlecht folgt. Prinz Edward ist trotz mehr Präsenz nicht so bekannt wie andere Royals, ist aber seit dem Tod seiner Mutter, Königin Elizabeth II., etwas mehr sichtbar.